Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute an, wie die besten Fußballer 2024 privat leben. Wir starten direkt mit einem gerade mal 23 so Jahre unsympathisch alten Spieler, der schon jetzt den höchsten Marktwert im Fußball überhaupt hat. Und zwar Vinicius Junior. Eigentlich kommt Vinny Junior aus recht ärmlichen Verhältnissen in Brasilien. Und trotzdem schafft er es, nicht nur sich selbst, sondern seiner ganzen Familie ein viel besseres Leben zu ermöglichen. Denn mit einem Vereinsgehalt von über 20 Millionen Euro im Jahr, sowie fast 4 Millionen Euro durch Sponsorings, lebt der Brasilianer ein Leben im puren Luxus. Das beginnt schon bei seinem Fuhrpark. Denn obwohl dem Spieler vom Verein ein brandneuer BMW i4 sowie ein Audi A7 geschenkt wurde, fährt der Spieler privat Autos wie eine neue Maybach S-Klasse oder einen Lamborghini Urus. Das ist so hässlich, dieses Auto. Also vielleicht verbinde ich es einfach irgendwie direkt mit Assi. Weil ich verbinde diesen Urus mit, in der 30er-Zone fahren irgendwelche Leute da mit 100 km/h und dann kommt es aus diesen Auspuffen hinten. Aber das macht für mich dieses Auto irgendwie kaputt, weil es fährt sich ja eigentlich so geil. Aber ich finde, das ist so eine richtige Prollkarre irgendwie. Das ist so, ist nicht so ganz mein Taste. Auch so ein Maybach S-Klasse. Das Geile an einem Maybach oder an so einer S-Klasse ist ja, wenn man hinten sitzt und einen Chauffeur hat. So, okay, vielleicht hat Vinicius Junior den, aber mein Taste an Autos wäre das überhaupt nicht. So oder so, Geschmäcker sind verschieden. Vinicius Junior, ja, wird auch ziemlich viel gehatet im Fußball. Irgendwo finde ich auch verständlich, weil sein Verhalten oft ist halt ziemlich asozial. Ich glaube, jeder kennt diesen Clip mit Kimmich, wo es da um Einwurf geht oder um die Ecke und so. Das ist halt einfach ein asoziales Verhalten. Das erinnert so an diesen jungen Neymar, der da auch irgendwie nur Schwachsinn gemacht hat und so. Das ist einfach nicht, weiß ich nicht, Fußballrespekt irgendwie, der da am Start ist. Was ich trotzdem noch mal kurz nachschauen wollte, war, ist Vinicius Junior wirklich der teuerste aktuell? Ich dachte irgendwie, das wäre so Mbappé oder irgendwie sowas. Bellingham, ja klar. Bellingham ist auf der 1. Mbappé, bin ich dumm? Mbappé ist auf der 4. Vinicius Junior ist auf der 3. Haaland? Ah, okay, die sind gleich teuer. Ach, die sind alle vier gleich teuer. Ah, okay. Das heißt, Mbappé, Vinicius Junior, Erling Haaland und Jude Bellingham sind auf der 1. Weil das ist schon interessant, weil Mbappé ist halt schon 25 und so ein Jude Bellingham ist beispielsweise erst 21. Das ist schon krass. Wirtz ist auf jeden Fall auch noch mit drin. Jamal Musiala. Das sind schon kranke Preise. So wohnt der Realspieler in einem kleinen Palast in La Morelaya, dem edelsten Wohnviertel von ganz Spanien. Und das Wort nobelstes Palast Wohnviertel? Ist hier nicht übertrieben, denn das Haus hat alles, wovon man nur träumen kann. Wenn man es betritt, gelangt man zunächst in eine Empfangshalle, die für über 200 Gäste Platz bietet. Von dort kommt man in eine der 6 Küchen, 24 B, und zu außergewöhnlichen Features wie einem Pool mit Unterwasser-Soundanlage. Das ist aber halt so Quatsch, weil dieser Ausschnitt, das ist nicht das Haus. Das ist von einer Netflix-Serie. Die haben einen Pool über einem Pool gebaut. Müssen wir eingeben, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Irgendwie so in die Richtung Spectacular Houses Worldwide oder irgendwie so in the World. Was weiß ich, das hier ist nicht das Haus von Vinicius Junior. Also, ja, ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, wo wissenswert irgendwie Ausschnitte herkriegen sollte. Vom Haus von Vinicius Junior, aber das ist es auf jeden Fall nicht. Das heißt, die anderen Ausschnitte, wo ich auch gerade auch schon meinte, wie Palast, 200 Wohngäste im Eingangsbereich, waren wahrscheinlich auch nicht Ausschnitte aus seinem richtigen Haus. Aber das ist irre, dass das das nobelste Wohnviertel in Spanien ist. Ich dachte, das wäre safe irgendwie dann auf Mallorca oder irgendwie so ein paar Viertel. Als nächstes kommen wir zu Florian Wirtz, Deutschlands aktuell wertvollstem Spieler. Dass Wirtz zum Fußballprofi wurde, ist eigentlich gar keine Überraschung. Ja, er hat immer ziemlich viele normale Kartoffeln gegessen. Sein Vater war Vorsitzender beim örtlichen Fußballverein und seine Mutter war eine erfolgreiche Handballtrainerin. Die insgesamt 9 Kinder der Familie sind daher mit Sport aufgewachsen, da es in der Familie kaum ein anderes Thema gab. So ist auch Wirtzes Schwester in der Wirtzes? Wirtz-Schwester. Wenn das auch mit einem Z endet oder mit einem S, machst du doch einfach nur Wirtzes? Sind ja komplett dumm an. Aber ja, also die kommen ja alle hier aus der Nähe von Köln. Also man sieht die auch manchmal, wenn die dann hier unterwegs sind oder feiern sind oder irgendwie so. Das ist schon eine riesige Familie, aber sehr, sehr bodenständig. Also ich kenne keinen von denen so richtig privat, aber das, was ich so gehört habe von Freunden und so, das ist eine ganz bodenständige Familie. Das finde ich dann immer total schön und zeigt halt auch so ein bisschen das Gegenteil zu einem Vinicius Junior, finde ich. Seit einiger Zeit ist der 21-Jährige nun auch in einer Beziehung mit der Leverkusenerin Alaya. Und auch wenn die junge Frau an Wirtzes Seite wenig... Was für Wirtzes?
Yeah. Was Würz und Alaya in ihrer Freizeit so machen, ist allerdings kein Geheimnis. Denn neben teuren Reisen in südeuropäische Länder lieben beide Hip-Hop und gehen regelmäßig auf Konzerte von Musikern wie dem Afro-Rapper Burner Boy. Selbst seine Ankündigung für die EM-Nominierung hat Würz auf einem Konzert gemacht. Und zwar bei einem Auftritt der Rapperin Nina Chuba. Boah, die hab ich gesehen beim EM-Finale. Die war mit uns in diesem Hospitality-Bereich. Ich habe die einfach nicht erkannt. Ilja meinte irgendwann so, ey, das ist hier Dings, diese Rapperin Nina Chuba. Und ich kann dir auch kein Lied von der sagen. Vielleicht, wenn ich das höre, kenne ich das schon. Aber ich finde, es ist mittlerweile so, dass so viele neue Stars irgendwie hochkommen, dass ich da, also vielleicht liegt es auch daran, ich bin 28 mittlerweile, dass ich da so ein bisschen den Überblick verliere. Aber das fand ich zum Beispiel auch sehr geil, dass diese ganzen Fußball-Nominierungen nicht irgendwie gesagt wurden, ey, es gibt eine Pressekonferenz, Nagelsmann stellt den Kader vor. Gab es natürlich auch, aber dass sie gesagt haben, ja, guck mal, auf dem Konzert wird Florian Witz vorgestellt, anderer Spieler wird irgendwie bei der Bäckerei nebenan vorgestellt, so von wegen, hey, wir sind Deutschland, wir sind alle ein Land und alle werden an verschiedenen Orten vorgestellt. Das fand ich eine ganz coole Aktion vom DFB. Auch wenn Florian Würz eher zu den bescheideneren Fußballern gehört, so gönnt er sich schon in seinem jungen Alter den ein oder anderen Luxus. Er fährt beispielsweise ein AMG C-Klasse Coupé und macht immer mal wieder teure Geschenke wie eine 50.000 Euro Rolex, für die er immer mal wieder teure Geschenke wie eine 50.000 Euro Rolex. Das ist keine Rolex. Das ist keine Rolex. Hey, wissenswert, Mann. Bitte take notes. Eigene Privatjets oder einen Supersportwagen hat Würz nicht. Allerdings erklärt sein Vater, dass er schon bald erwartet, dass sein Sohn ihn in einem Ferrari besuchen wird. Denn sein Gehalt von 4 Millionen Euro soll sich allein im nächsten Jahr angeblich verdreifachen. Was heißt zu Recht? Ich weiß, wenn man jetzt so gesellschaftskritisch vorgeht, sagt man natürlich, ey, das ist viel zu viel, was die verdienen. Man muss aber einfach, wenn man ein bisschen ökonomisch denkt, einfach zu geben, ey, es ist völlig gerechtfertigt, weil damit auch so viel umgesetzt wird. Also, wenn natürlich irgendwie Millionen Leute sich sowas angucken, so ist es immer, in der Wirtschaft ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Ich will jetzt nicht diese Frauenfußball-Gehaltsforderungsdebatte aufmachen, aber es ist einfach so, wenn mehr Nachfrage nach etwas ist, dann verdienen die Leute obviously auch mehr. Das ist einfach so. Finde ich es fair, was ich verdiene? Nein. Für das, was ich mache, klar, also ich habe jeden Tag, egal ob jetzt montags oder samstags, sonntags, jeden Tag arbeite ich 10 Stunden für das, was ich mache. Ich mache das gerne und ich liebe meinen Job, aber es ist halt auch so viel mehr dahinter, als man irgendwie denkt. Und ich kenne selber ein paar Fußballer privat, jetzt nicht so krasse Leute wie jetzt irgendwie Vinicius Junior oder Bellingham oder Mbappé oder so. Aber selbst wenn ich das von so Fußballern aus der zweiten Liga oder auch aus der Bundesliga von etwas kleineren Vereinen mitbekomme, was die schon sich den Arsch aufreißen für das, was sie machen und wie sie sich den Arsch aufgerissen haben, weil viele denken, die Leute werden da reingeboren und Ende. So ist es ja nicht. Ein Kollege von mir war, seitdem er 10 war, in einem NLZ und hat da die ganze Zeit trainiert, damit er dann mit 16 sein Profidebüt machen konnte, mit 18 jetzt in der Bundesliga spielt und so weiter und so fort. Und da, was davor alles passiert ist und wie viel die aufgegeben haben von ihrer Freizeit, nur um jetzt da zu stehen, das übersehen halt immer viele. Und dann gibt es halt immer diese Uschis mit 40, die verdienen so viel. Ja, aber wenn man sich ein bisschen mit dem Sport auskennt und ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, weiß man, dass es völlig okay ist. So, natürlich ist es schwierig, wofür die dann ihr Geld ausgeben. Ich finde, man könnte schon ein bisschen mehr zurückgeben an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist ja, schlussendlich ist es halt jedem selbst überlassen. Weiter geht's mit einem anderen Spieler, der gerade an der Spitze des Weltfußballs steht. Und zwar Jude Bellingham. Der ehemalige Dortmund-Star ist inzwischen einer der wichtigsten Spieler von Real Madrid und führt dort ein ziemlich außergewöhnliches Leben. Das beginnt schon bei seinem eigenen Haus. Denn obwohl Bellingham erst seit 3 Jahren überhaupt erwachsen ist, lebt er bereits in einer eigenen Luxus. Madrid. Komm, wir schauen uns mal ganz kurz an, wo Madrid liegt. Nur wenige Minuten später. Das hier ist Madrid. Wir sehen aber in dem Video, er wohnt ja am Meer. Das ist krass. Dementsprechend wird Jude Bellingham höchstwahrscheinlich hier wohnen. Einfach mal so ganz entspannte 300 Kilometer von Madrid entfernt. Hä? Also ich verstehe mal nicht diese Einblendungen, dass dann jetzt hier ein Haus gezeigt wird am Meer. Dann nehmt doch irgendein krasses Haus wie bei Vinicius Junior, wo vielleicht Leute, die wirklich die Ausschnitte von dieser Haustour kennen, wissen, hey, okay, das ist nicht sein Haus, aber
Also das ist nicht das Haus von Jude Bellingham, will ich damit einfach nur sagen. Das ist, der wohnt nicht am Meer. Doch die moderne Villa bewohnt er nicht alleine. Tatsächlich lebt er dort mit seiner Mutter Denise. Diese hilft ihm dann bei allen möglichen Dingen in seinem Alltag. So kocht sie zum Beispiel für ihn, sucht seine Klamotten morgens raus und fährt ihn sogar zum Training. Auch wenn das jetzt etwas übervorsorglich klingt, so hat seine Mutter auch einen klaren Hintergedanken dabei. Sie fürchtet nämlich sehr, dass ihr Sohn in seinem jungen Alter ziemlich abheben könne, wenn er jede Woche fast 500.000 Euro verdient und diese dann ausgeben würde, wie er will. Ja, das ist schon krass. Das finde ich sehr cool. Es gab auch damals diese Ausschnitte, wo Bellingham irgendwie seinen Reisepass vergessen hat, als die nach mit Dortmund irgendwo hingeflogen sind, CL oder irgendwie was. Und dann kam die Mom einfach zum Flughafen, hat Reisepass vorbeigebracht und so. Das muss man halt echt mal überlegen. Alter, die Spieler sind teilweise 20, 21, so ein Lamine Yamal ist 17 geworden. So, da war ich gerade für Abi am Lernen und der zockt schon auf dem im größten Weltfußball überhaupt. Das ist krass, das unterschätzt man oft. Man erwartet von denen dann Leistungen wie keine Ahnung was, aber die sind halt noch so jung teilweise. Weiter geht's mit dem Lifestyle eines Spielers, der selbst für einen Fußball-Superstar ziemlich ungewöhnlich ist. Und zwar geht es um Erling Haaland. Während viele der größten Fußballstars aus erfolgreichen Fußballnationen wie Deutschland, England oder Spanien kommen, stammt Haaland aus Norwegen. Ein Land, das sich nicht mal für die EM qualifiziert hat, da viele Spieler in der Nationalmannschaft nicht in den Top-Ligen der Welt spielen. Mhm. Genau deshalb ist Norwegen extrem stolz auf Haaland und Haaland selber auch stolz auf seine Heimat. Er reist regelmäßig zu seiner großen Familie in dem norwegischen Dorf Bryne, das Haaland sogar mehrere Hauswände mit seinem Porträt gewidmet hat. Krass. Haaland liebt nicht nur die spektakuläre Natur in der Gegend und geht regelmäßig mit seiner Familie auf lange Wanderungen, er hat sogar eine enge Freundschaft mit dem Kronprinzen von Norwegen und spielte schon mehrfach Fußball gegen die Königsfamilie des Landes. Doch krank. Seine meiste Zeit verbringt er natürlich in seiner neuen Heimat Manchester, wo er eine spektakuläre Villa bezieht, die früher übrigens Paul Pogba gehörte. Ach, auch wenn das Haus bereits über eine Sauna, ein Fitnessstudio und sogar ein Arcade-Zimmer mit Tischtennisplatte und Billardtisch verfügt, so ist das nicht mal der größte Luxus, den Haaland sich gönnt. Der 23-Jährige gibt nämlich das meiste Geld für seinen Fuhrpark aus, der definitiv auch völlig exotisch ist. Ja, es gibt auch immer diese Einblendungen, wo der in Monaco unterwegs ist mit seinen Supersportwagen und so. Dann sieht man den Mykonos mit Privatjet irgendwie am Rumfeiern mit Grealish, sich einen reinsaufen und so. Das finde ich schon krass. Also ich weiß nicht, ob das denen irgendwann zum Verhängnis wird, weil ich denke mir, wenn ich Fußballer wäre, klar, eventuell gönnt man sich mal was. Logisch, klar, man macht Investitionen etc. Und im besten Fall ist es eine Investition, an der du auch Spaß hast, irgendwie eine Immobilie oder ein Auto. Aber so krass saufen gehen und feiern gehen, ich meine, dein Körper ist deine Arbeit, das finde ich schon krass. Zum Schluss kommen wir nun noch zu Kylian Mbappé. Während viele Profifußballer die Schule oft nur nebenbei besucht haben und wenig Interesse an Ausbildung oder einer akademischen Laufbahn hatten, ist Kylian Mbappé hier eine klare Ausnahme. Denn Mbappé war schon als Kleinkind hochbegabt und hatte ein hohes sprachliches Talent. Auch wenn er zwar schon früh viel Fußball gespielt hat, soll er trotzdem ein brillanter Schüler gewesen sein und konnte sich gut eine Karriere in der Wissenschaft vorstellen. Ebenfalls spricht er mehrere Sprachen fließend. Doch sein Fußballtalent war, wie wir alle wissen, so groß, dass er zum bestbezahlten Spieler der Welt wurde. Jedes Jahr erhält er alleine von seinem Verein über 70 Millionen Euro. Und da er seine eigene Mutter und einen Ex-Banker als gute private Berater hat, schaffte es Mbappé, sich ein riesiges Netz aus verschiedenen Investments aufzubauen. Doch trotz seines gigantischen Vermögens versucht Mbappé nicht protzerisch aufzutreten. Er postet kaum Bilder aus seinem Privatjet, zeigt sich selten in Luxusautos oder postet in einer edlen Villa. Trotzdem besitzt er allerdings all diese Dinge. Er hat eine der teuersten Wohnungen von ganz Paris, ein Penthouse mit 3 Etagen mit Blick auf den Eiffelturm und die Seine, er fliegt eine eigene Gulfstream und bat zudem seinen Club, ihm noch ein zusätzliches Flugzeug zur Verfügung zu stellen. Und auf die Anfrage, ob er nicht umweltfreundlicher mit dem Zug reisen könnte, reagierte er nur so. Ja, also, ich meine, das Video hier hatten wir uns auch schon angeguckt tatsächlich, verlinken wir euch mal hier oben. Falls ihr euch das jetzt anschauen wollt, weil das Video ist jetzt vorbei, da habe ich auf das krasse Leben der DFB-Stars reagiert, also auf Musiala, Wirtz, Müller etc.
Ja, Mbappé, ich weiß halt auch viele Hater, aber ich fand wirklich immer in Interviews und Pressekonferenzen, was ich da gesehen habe, wirkt der da eigentlich recht sympathisch. Die Szene hier mit, kannst du nicht umweltfreundlicher reisen? Er lacht jetzt nicht, weil er sich denkt, ja, was, wieso soll ich mit Geringverdiener Zug reisen? So, ich liebe Zugfahren, ich bin gestern erst wieder Zug gefahren von Berlin hierhin. Hab doch lustigerweise Jonas Hector getroffen, also den Kapitän von Köln, den ehemaligen Fußballspieler, ehemaliger Nationalspieler. Also das finde ich schon immer sehr sympathisch, wenn ich so Leute wirklich mit dem Zug reisen sehe. Mbappé muss man aber nochmal auf ein anderes Podest heben, der Typ ist Weltstar. Der kann nicht mit dem Zug reisen, da wird der Zug durchdrehen. Alle Leute, dann wäre Massenpanik am Bahnhof, das kann der einfach nicht bringen. Das übersehen halt auch so 40-jährige Uschis oft, also das sind wirklich kranke Weltstars, das geht dann einfach nicht mehr. Klar, Privatjet und so, wegen Umwelt und Blaber, die größten Probleme sind, auch wenn man sich damit mal auseinandersetzt, nicht die Probleme irgendwie Privatjets oder keine Ahnung was, sondern da muss man ganz woanders anfangen, nämlich bei Massentierhaltung etc. Darum geht's heute allerdings nicht. Ich fand Mbappé wirklich immer recht sympathisch und er ist wirklich ein krasser Fußballer. Deswegen, was ist euer Lieblingsfußballer, was ist euer Lieblingsverein? Schreibt es unten in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch unter dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Video. Tschüss!